Moin Leute, heute mal ein etwas anderes Video, kein Gameplay, sondern ich möchte mit euch über ein ganz bestimmtes Thema reden. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn irgendwie was Neues passiert, irgendein Patch, wo was Interessantes dabei ist oder irgendeine Kontroverse auf Reddit oder irgendwas, was halt theoretisch diskutiert werden könnte, wo ich meine Meinung zu äußern möchte, dann mache ich einfach ein Video dazu, laber darüber und lasst euch mal in den Comments diskutieren und werde da auch meinen Senf dazugeben. Falls ihr darauf mehr Bock habt, gerne mal ein Like da lassen etc. pp. Aber ja, zum Thema. Wir sprechen über Warlords, das neue, alte, veränderte Mastery, die Keystone, die früher Lifesteal beim Kritten gegeben hat und eben Attack Speed, die wurde jetzt ziemlich drastisch verändert und zwar für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, der neue Patch ist da und Warlords bringt dir nun Lifesteal basierend darauf, wie viel Leben du bereits verloren hast. Das heißt, du hast 50% Leben verloren, das heißt, du hast 10% Lifesteal, du hast 99% Leben verloren, also noch ein Leben quasi und du hast 20% Lifesteal. Gegen Champions allerdings, gegen Minions ist das Ganze halbiert und gegen Monster funktioniert es überhaupt nicht. Da sind wir schon mal beim ersten Punkt. Für den Jungle wird es auf jeden Fall useless sein und ich werde mich jetzt hier auch auf die AD Carry Position konzentrieren, weil wahrscheinlich die Mastery für die AD Carry Position und für den ein oder anderen Toplaner am attraktivsten ist. Und da muss man als allererstes natürlich den Vergleich mit den anderen Keystones ziehen und die drei Keystones jetzt, wenn man Warlords mit einbezieht, die natürlich am relevantesten für den AD Carry sind, sind Warlords selbst, dann Fervor of Battle und Thunderlords. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wann nimmt man denn welche Mastery? Thunderlords nimmt man generell, wenn man eher burstig spielen möchte, kurze Engages hat oder eben sehr, sehr viel Grund-AD hat und nicht sonderlich viel Attack Speed, um Fervor of Battle zu stacken. Da kommt zum Beispiel in den Gedanken ein Corki, den man natürlich auf beide spielen kann, je nachdem, ob man mehr auf den Burst geht oder mehr auf den konstanten Schaden. Für Lucian gilt das Gleiche, da kann man auch beide spielen. Zum Beispiel auf einem Draven habe ich ausschließlich Thunderlords gespielt, auch auf zum Beispiel einem Jhinnith Thunderlords ziemlich gut. Und auf der anderen Seite spielt man Fervor of Battle ja auf Champions, die relativ viel Attack Speed haben, sowas wie ein Kog'Maw, der lebt ja von Fervor of Battle. Und da stellt sich dann die Frage, in welchem Szenario und auf welchem Champion könnte sich denn Warlords überhaupt lohnen? Und prinzipiell gibt es hier schon mal einen ganz starken Vorteil, den Warlords hat, und zwar, es ist bereits im Early Game sehr, sehr relevant. Natürlich hat man bereits im Early Game Fervor of Battle Stacks und man hat auch schon Thunderlord. Aber das Ding ist, Thunderlord hat einen ziemlich hohen Cooldown und noch einen relativ geringen Grundschaden, wenn man ihn am Anfang hat. Und Fervor of Battle muss zum einen gegen Champions hochstacken, was auf der Lane so gut wie nie passiert und auch da ist der Schaden relativ gering. Aber mit dem Warlords kann man sich konstant mit jedem Autotake, mit jedem Last Hit an Minions schon hochheilen. Was natürlich zum einen ein riesiger Vorteil ist, denn Sustain of the Lane ist sowieso immer ein Problem. Ist geil gegen so Champions wie zum Beispiel eine Caitlyn, gegen Poke-Champs etc. bringt das schon mal sehr, sehr viel. Hier ist dann aber auch schon der erste Nachteil oder Kontrapunkt. Natürlich kann man es gut zum Sustain of the Lane benutzen und manche würden jetzt sagen, ja, wenn du zum Beispiel den Trade verlierst, Low HP bist, dann kannst du dich schneller wieder hochheilen. Aber gerade auf der Botlane ist das Problem. Wenn du zum Beispiel einen Trade verlierst, selber als AD Carry noch auf 30% Leben bist und die Gegner noch Full HP oder nahezu Full HP sind, dann kommst du sowieso nicht zum Auto-Attacken und kannst dich gar nicht wieder hochheilen, weswegen da der Lifesteal im Endeffekt gar nicht so viel bringt. Und dadurch, dass man ja den Schaden von zum Beispiel Thunderlords nicht hat oder eben von Fervor of Battle nicht hat und meistens in so einem Trade sowieso ignited wird, ist im Fight diese Keystone Mastery im Vergleich zu den anderen beiden definitiv unterlegen. Die Ausnahme hier ist natürlich, wenn die Gegner nicht ganz so schlau sind, also in niedrigeren Elos, wenn die dich dafür nicht bestrafen, dass du den Trade verloren hast. Dann könnte das natürlich trotzdem gut sein. Also ich denke für wahrscheinlich Bronze, Silber bis hin zu Gold-Elo wird auch dieses Item auf der, beziehungsweise diese Keystone natürlich auf der Lane ziemlich effektiv sein, weil die Leute dich eben einfach nicht stark genug zonen und du doch noch den einen oder anderen Autotech durchbekommst. Im späteren Verlauf dann aber ist es ein absolut nices Item. Du kannst dich zum Beispiel, wenn du gegen eine Pokom spielst, ein bisschen gepokt, wurdest einfach mal kurz auf eine Lane verziehen, da ein paar Autotechs machen und bist auch mit einem Dorans, mit der Mastery und noch den anderen 2% aus der anderen Mastery ohne irgendein Lifesteal-Item ganz schnell wieder auf Full HP. Das ist natürlich ziemlich nice, was auch heißt, du könntest zum Beispiel ein Lifesteal-Item skippen. Normalerweise ist ja als AD Carry eigentlich als drittes oder spätestens viertes Item ein Lifesteal-Item Pflicht. Du gehst zum Beispiel, sagen wir als Beispiel eine Lucian, du gehst Essence Reaver, dann gehst du Fire Cannon, dann Infinity Edge, wenn du es dir erlauben kannst, aber dann geht man meistens eigentlich schon mindestens in Vamp Scepter, weil man irgendwie doch diesen Sustain braucht. Und mit diesem Mastery könnte man eventuell dieses Lifestyle-Item komplett skippen, was die Möglichkeit aufbauen könnte, komplett neue Item-Builds zu sehen. Wir könnten vielleicht so Items wie More of My Mortius viel häufiger auf AD Carry sehen, weil dadurch die Tankiness, die du durch ein BT hättest, da ist, der Schaden von dem AD ist da, du hast ein bisschen Armor-Pen nochmal und zur Not sogar noch mehr Lifesteal. Oder was ich mir auch ganz nice vorstellen könnte, wäre so ein Black Cleaver zum Beispiel. Zusammen mit einem Lord Dominix kannst du dann auch gegen Tanks enormen Damage machen. Oder aber du gehst noch ein Crit-Item mehr, du kaufst dir zum Beispiel Fire Cannon und den Phantom Dancer. Also dass man diesen Drang nicht mehr hat, ein Lifestyle-Item bauen zu müssen, weil man sonst einfach gegen sowas wie einen Tank mit Dornenpanzer oder gegen Poke oder gegen so ziemlich jedes Team eigentlich wenig Chancen hat. Das ist ein riesiger Vorteil und ich denke auch die Hauptanwendungsmöglichkeit von dieser Mastery, wenn du Sustain brauchst, aber kein Sustain kaufen willst und dafür lieber Schaden hast. Weil im Endeffekt muss man sich ja überlegen,
Was bringt dir denn diese Keystone Mastery? Die bringt dir nur Sustain und kein Damage. Was bringt dir Fervor of Battle und Thunderlords? Die bringt dir Damage. Dafür musst du, wenn du Thunderlord oder Fervor of Battle hast, in-game dann Gold ausgeben, um dir Lifesteal zu bauen. Wohingegen du, wenn du Warlords gehst, dir einen Damage-Item kaufen kannst, was natürlich mit deinen anderen Items skaliert. Der Unterschied zwischen 50% und 80% Crit, der kann in einem Teamfight schon ziemlich gewaltig sein. Gerade auf Champions, die ziemlich viel AD noch zum Beispiel als Steroid kriegen oder aber sowieso mehr Base-Damage haben oder schnell Auto-Attacken. Also im Prinzip hat es nur Vorteile, wenn man es aus dieser Sicht betrachtet. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Situationen, in denen du BT oder einen Skimitar oder irgendwas, was sowieso Lifesteal bringt, auch unbedingt brauchst. Zum Beispiel gibt es viele Szenarien, in denen du als AD Carry eine QSS haben willst und irgendwann baust du sie zum Skimitar aus und dann hast du den Lifesteal, was dann wiederum noch mehr Lifesteal-Stacken so ein bisschen überflüssig macht. Natürlich, mehr Lifesteal ist geil, keine Frage, aber irgendwann kommt man an den Punkt, okay, noch mehr Lifesteal würde jetzt nicht so viel bringen, ich brauche ein bisschen Damage. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Es gibt einfach Szenarien, wo du Warlords einfach nicht benutzen kannst, sondern Fervor of Battle oder Thunderlords gehen musst, weil dir sonst einfach der Damage fehlt. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass man als Kog'Maw jemals in irgendeinem Szenario auf Fervor of Battle verzichten kann. Oder auf Nakalister. Oder generell auf Champions, die von diesem Schaden sehr, sehr stark angewiesen sind. Also, da ist der Punkt, wo ich denke, Fervor of Battle würde man auf sich durchsetzen. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass Champions mit relativ geringem Attack-Speed, entweder im Item-Build oder aber im Kit generell, zum Beispiel Champions wie Jhin oder Draven kommen mir da in den Kopf, die könnten davon sehr, sehr viel profitieren. So ein Draven hat sowieso den Vorteil, mit Lifesteal profitiert er, oder von Lifesteal profitiert er sehr viel, weil die Äxte ja mehr Grundschaden haben. Das heißt, im Early Game macht so eine Axt 100 Damage und wenn du ein Minion lastest, dann heilst du dich basierend auf diesen 100 Damage, was sehr nice ist. Auf Jhin ist es quasi genau das gleiche. Fervor of Battle ist auf Jhin Müll. Thunderlords ist auf Jhin ganz cool, Deadfire's Touch ist sogar ziemlich nice auf ihm, aber wenn du Sustain brauchst oder willst, dann wird natürlich Warlord ziemlich nice sein. Was heißen kann, du kannst einen BT skippen und kannst zum Beispiel auf die 100% Crit mit Jhin gehen, was extrem geil ist. Oder auch jetzt auf der neuen Sivir, die hat ja einen Buff erhalten, dass du dein W nun auch an den anderen Zielen critten kannst, was übel nice ist. Das heißt, mehr Crit, du brauchst keinen Lifesteal, gehst auf Warlords, heilt sich dadurch, dass du mehr crittest, auch wiederum mehr. Also das deckt sich alles so ein bisschen hoch, ist ziemlich nice in der Theorie, aber eben auch nur in der Theorie. Denn ich denke, im Endeffekt ist es noch sehr, sehr schwierig vorauszusagen, wie, was, wann, warum das Ding besser sein wird als Fervor of Battle, Thunderlords oder andere Sachen. Vielleicht wird man es auch auf der Toplane sehen, auf Champions wie Tryndamere oder Olaf stelle ich mir geil vor, die halt sehr oft auf niedrigem Leben sind und dadurch die maximale, ja, das maximale Potenzial einfach aus der Keystone rausholen. Aber im Endeffekt ist es wirklich eine Praxissache. Man muss einfach gucken, inwiefern man auf der Lane vor allem das Ding überhaupt anwenden kann, ob man zum Beispiel einen BT skippen kann oder ob dieses Schild, was man dadurch kriegt, nicht doch zu wichtig ist. Und wenn man dann schon ein BT hat, noch mehr Lifesteal könnte sich eventuell als zu viel rausstellen, könnte aber auch unglaublich gut sein und der Grund, warum du manche Tanks einfach nur wegschredderst oder den Schaden einfach nur ignorieren kannst. Also es ist im Endeffekt extremst schwer zu sagen. Ich denke, Riot hat hier mit diesem Buff oder mit diesem Rework der Keystone Mastery einen extrem guten Job gemacht und man muss jetzt wirklich nachdenken. Nehme ich jetzt das Ding für mehr Sustain? Baue ich dadurch anders? Gehe ich auf Fervor? Also es ist nicht mehr das, wie zum Beispiel am Anfang der Season. Thunderlord ist das beste Item, er ist die beste Keystone, nehmen wir nichts anderes. Sondern man muss jetzt wirklich mal nachdenken und man kann sein Item-Build zum einen seinem eigenen Champion, aber auch der gegnerischen Team-Comp anpassen, was ich extrem nice finde und dementsprechend gibt's hier den Daumen nach oben für Riot, habt ihr gut gemacht. Und wenn ihr findet, dass ich das Video hier gut gemacht habe, dann könnt ihr mir auch einen Daumen nach oben lassen, denn dann weiß ich, dass ihr mehr von mir, von meinem Gelaber hören wollt. Und ich glaube, ich nenne das, ich habe überlegt, ob ich es Phi Sola Phi nenne, aber dann würde wahrscheinlich 9 von 10 Kommentaren wieder aus, lol, das war richtig unlustig bestehen. Also ich überlege mal, vielleicht nenne ich es auch irgendwie anders. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr vielleicht mal den ein oder anderen Gedankengang mehr nehmt, wenn ihr eure Masteries demnächst skillt als AD Carry, vielleicht auch als Toplaner generell als AD Champion und wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video.